Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich ganz besonders, dass ich hier heute den letzten Redebeitrag in diesem Hohen Haus für unsere Fraktion im 6. Sächsischen Landtag halten darf. Auch für mich wird das heute der letzte Redebeitrag sein hier im Hohen Haus. Ich werde der 7. Legislatur nicht mehr angehören. Unser Kreisvorsitzender Tino Kroballa findet, ich habe zu wenig gemacht. Kann jeder so sehen, wie er denkt. Und ich werde mich also wieder meinem Unternehmen widmen und die Firma und meinen Mann unterstützen und werde jetzt zu meinem Redebeitrag kommen. Die Vision Zero, null Verkehrstote, schwere Verkehrsunfälle verhindern, Konzept für mehr Verkehrssicherheit in Sachsen erarbeiten. Das ist der Titel, den die Fraktion Bündnis 90 Grüne heute hier auf die Tagesordnung gestellt hat. Die Grundidee des Antrages der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hört sich erstmal ziemlich gut an. Null Verkehrstote, da dürfte jede Partei hier im Hohen Haus mitgehen. Liest man das, aber das Kleingedruckte, entpuppen sich die Grünen wieder als das, was sie immer schon sind, nämlich als Verbotspartei. Der Antrag knüpft an das Konzept Vision Zero an, das menschliche Fehler minimieren will, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden. Seit 2000 wird dieses Konzept auch im Straßenverkehr in Deutschland angewandt. Im Antrag findet man aber nicht die Ideen des Konzepts wieder, sondern stößt auf grüne Verkehrsideologie. Zwei Klicks im Internet reichen, um diese Mogelpackung zu entlarven. Vision Zero sieht zum Beispiel folgende Maßnahmen vor: bauliche Trennung von Fahrstreifen, Kreisverkehr statt Kreuzung, Rüttelstreifen, Wartepflicht mit Insel, Überholen ohne Gegenverkehr. Bekannt sind diese Maßnahmen auch unter dem Begriff selbsterklärende Straße. Der Fahrer erlebt keine negativen Überraschungen, Gefahrenstellen sind als solche nicht erkennbar. Der Antrag der Grünen will hier aber Straßensanierung im Sinne fehlerfrei verzeihende Straße, erhebliche Einschränkung des Individualverkehrs, Zwang zur Nutzung anderer Verkehrsmittel, Tempolimits 30 km/h innerorts, 80 km/h außerorts und 120 km/h auf der Autobahn. Und jetzt wird es noch schlimmer, die Grünen wollen sogar eine regelmäßige Wiederholung der Führerscheinprüfung. Wo bei den Grünen Vision Zero draufsteht, sind also nur Verbote drin. Das Ende der motorisierten Individualverkehrs ist ein massiver Eingriff in die Freiheit des Menschen, in die Wirtschaft und das Wohnen. Die verschiedenen Formen der Mobilität ergänzen einander. Sie verwechseln das mit Ersetzen. Mobilität, vor allem die individuelle, ist die Grundvoraussetzung für Fortschritt, in dem das Wort Fortschreiten steckt. Mobilität ist kein Übel und bedarf keiner Rechtfertigung. Geistige, räumliche Mobilität stehen im direkten Zusammenhang. Die von Ihnen gewollte Einschränkung der individuellen Mobilität bedeutet Rückschritt und das in Bezug auf jeden Lebensbereich. Tempolimits waren schon immer der Grünen liebstes Kind. Innerorts flächendeckend Tempo 30 macht den Verkehr weder sauberer, noch flüssiger, noch lärmärmer. Fakt ist, die meisten tödlichen Verkehrsunfälle ereignen sich auf Landstraßen. Ein Geschwindigkeitsverbot auf Autobahnen hat damit nichts zu tun. Die Tempolimits der Grünen dienen einzig dazu, die Autofahrer zu drangsalieren. Sicherlich kommt beim Bürger auch Freude auf, wenn er hört, dass er in Zukunft die praktische und theoretische Führerscheinprüfung regelmäßig wiederholen darf. Als Berufskraftfahrer kennen wir schon die zeitlich sehr aufwendige und finanziell mit 700 Euro untersetzte Hürde, alle 5 Jahre seine Fahrerlaubnis verlängern zu müssen, um Lkw oder Bus fahren zu dürfen. Wollen Sie das jetzt für jeden Bkw-Fahrer? Verschonen Sie die Bürger Sachsens mit Ihrer Verbots- und Regulierungswut. Machen Sie Politik, die sich an den Bedürfnissen mündiger Bürger orientiert und nicht an der Umsetzung Ihrer eigenen Ideologie. Dann werden wir vernünftige Anträge zur Verkehrssicherheit auch unterstützen. Die Fraktion der AfD-Fraktion wird ihren heutigen Antrag daher ablehnen. Und ich wünsche allen, die im nächsten Jahr hier weiter streiten, viel Erfolg und
dass er auch mit allen demokratischen Parteien hier im Haus vernünftig, sachorientiert zusammenarbeiten. Das wäre mein größter Wunsch. Vielen Dank.